Es ist ein idyllisches Plätzchen, der Campingplatz an der Talsperre Malta in Dippoldiswalde. Teamleiterin Katrin Püschel ist auf Kontrollgang. Servus. Auch in Krisenzeiten füllen die Besucher das über 2 Hektar große Areal. Knapp 60 Zeltplätze stehen zur Verfügung. Doch der Trend geht in eine andere Richtung. Caravanplätze sind gefragt. Eine Herausforderung für die Betreiber. So, wir kommen jetzt auf unseren schönen neuen Caravanplatz. Den haben wir dieses Jahr neu hergerichtet. Da die Nachfrage an Caravan so hoch geworden ist, haben wir die Zeltwiese gekillt und schönen Caravanplatz draus gemacht. Doch das Hauptgeschäft läuft hier mit den Dauercampern. 400 Stellplätze gibt es an der Talsperre. Der Platz kostet pro Jahr, je nach Personenzahl, 1.000 bis 1.500 Euro. Hallo, Netta, grüß dich. Seit 19 Jahren kommen Anita Tillner und ihr Mann aus Dresden an die Talsperre. Nun, zu Hause, gut, dann macht man. Eben, da ist es viel zu warm auch, und hier hat man das Wasser, ist da alles da, was man braucht, zum glücklich sein. Die Leute sind hier nett, ist eigentlich hier oben auch so, die ganzen Camper hier, ist wie so eine große Familie. Ihren Mann Klaus Dietmar zieht es zum Sport. Bei der Wärme allerdings nur im TV. Das Abschneiden der Deutschen im Radsport findet er nur mäßig. Bisschen schwach, würde ich sagen, die ist schon. Die Krisen der Welt landen auch hier im Urlaubsparadies. Das Weltgeschehen besorgt die beiden Rentner. Ob das der Krieg in der Ukraine ist, ob das der Krieg in Asien ist, irgendwo auf der Welt. Ich sage immer, es gibt keinen Frieden, es gibt nur die Zeit zwischen den Kriegen. Das ist meine persönliche Meinung. Aber ansonsten so versuchen wir das schon ein bisschen außen vor zu lassen. Ja, die Nachrichten müssen sein. Sender Dresden, zack, und dann halbe Stunde, länger nicht. Nach einer halben Stunde Weltgeschehen per Radio geht es wieder in die Campingplatz-Idylle. Mit viel Liebe wird am Teilzeitheim gewerkelt und gebastelt. Also die Ideen, dass der Zaun im Blau sein muss, das ist für mich. Ich hab dann bloß gemacht. Naja. Katrin Püschel kennt die Sorgen und Nöte ihrer Dauercamper. Mittlerweile bin ich ja nur schon 30 Jahre hier. Kenne fast jeden innen auswendig. Also das ist schon, macht Spaß, immer wieder. Man wird auch, die Leute werden immer älter dabei und ich selber auch, ne? Das ist eben dann so. Heute Abend erwartet Katrin Püschel mehrere tausend Gäste zum Event Malta in Flammen. Es könnte laut werden, die Dauercamper werden informiert. Ortswechsel. Auch auf dem Campingplatz Mondsee in Hohenmölsen ist trotz Krise viel los. Die Familien Unger und Werner aus dem sächsischen Liechtenstein erholen sich hier eine Woche. Das perfekte Frühstück muss gut geplant sein. Machen wir schnell mal die Brötchen für morgen. Alice? Wollt ihr Körnerbrötchen auch? Ach, ne? Körnerbrötchen. Ach so. Ja. Willst du ein Körnerbrötchen oder ein anderes? Ja, Körnerbrötchen. Körnerbrötchen 1? Ja, bestimmt. Ja. Ich kann das nur dann noch eine Hälfte mitkriegen. Für die alleinerziehende Mutter Beatrice Werner ist Geld ein zentraler Faktor beim Campen. Das Ausland ist halt natürlich auch immer schön, aber es kostet halt auch mehr. Und mit 2 Kindern muss man doch ein bisschen mehr gucken. Und wenn man einen Wohnwagen vor der Tür stehen hat, warum soll man das nicht nutzen? Und auch für ihre Mutter Ute Unger spielen die Kosten eine wichtige Rolle. Überall auf den Campingplätzen sind die Energiekosten auch für uns gestiegen. Mein Mann, der hat jetzt schon ein bisschen Solar angehängt. Wir leben jetzt ohne Strom, wir leben autark und können lieber einmal öfter essen gehen. Laut des nicht repräsentativen, aber gewichteten Meinungsbarometers MDR fragt, reduzieren 7 von 10 Urlaubern ihre Pläne aufgrund von Preissteigerungen. Mehr als jeder zweite plant deshalb mehr Ausflüge in die Region. Campingplatzchefin Cornelia Holzhausen freut sich, dass viele in der Heimat Urlaub machen. Die nächsten Dauercamper Marion und Klaus-Dieter Bergner kommen schon seit Jahren hierher. Hallo, jemand zu Hause? War sonst irgendwelche Probleme? Nee, gar nichts. Gar nichts. Ihr genießt die Zeit jetzt hier. Na, noch nicht bereut von Regensburg nach Hohenmölzen? Nee, gar nicht. Gar nicht. Heimat ist Heimat. Und in die sind sie wieder zurückgekehrt.
22 Jahre waren sie in Westdeutschland, haben aber manchen Urlaub hier verbracht. Zurück in Hohenmölsen leben sie günstig in einer Mietwohnung. Wir haben in Regensburg 1.100 Euro Miete bezahlt und hier bezahlen wir 550. Wir mussten halt ein bisschen kleiner, kleine Brötchen backen, aber genau das war der Grund. Und von der Rente, die man jetzt kriegt für 46 Jahre arbeiten, kann kein Mensch leben. Also müssen wir das Beste draus machen. In den Sommermonaten genießen sie die Zeit am Mondsee. Für 7 Monate Stellplatz zahlen sie ungefähr 600 Euro. Also als Dauercamper wollten wir uns eigentlich nie sehen. Aber es hat gepasst alles. Wir haben die Ruhe hier. Was Besseres gibt's nicht. Und zu Hause, das ist das Wichtigste. Ja. Auch wenn die Auslastung wieder wie vor Corona ist, die Inflation beschäftigt auch Campingplatzchefin Cornelia Holzhausen. Wir haben Strom zum Beispiel immer inklusive gehabt, 24 Cent, so 40 Cent hoch. Das können wir natürlich nicht mehr inklusive anbieten. Auch bei uns ist alles teurer geworden, von der Müllentsorgung, Wasser, Energie, alles was es gibt. Die Löhne sind gestiegen, das muss irgendwo wieder kompensiert werden. Neben den gestiegenen Kosten ist es vor allem schwierig, Personal zu finden. Ich suche händeringend seit Monaten eine Buchhalterin. Das macht unsere Arbeit bei den Verbliebenen natürlich unheimlich schwierig. Wir haben ja Montag bis Sonntag Arbeitszeit, müssen das alles mit kompensieren. Direkt zum Campingplatz gehört das Freibad. Bademeisterin Claudia Rödel checkt das Motorboot. Im Notfall muss es schnell einsatzbereit sein. Für heute alles in Ordnung. Doch die Wasserrutsche bereitet Probleme. Sie ist wegen der ständigen Trockenheit unbenutzbar. Seit 2019 steht sie nicht mehr im Wasser. Wir hatten einen Niedrigstand von zwischen 1,40 Meter und 1,50 Meter, was gefehlt hat. Jetzt sind wir wieder bei 54 Zentimetern, Gott sei Dank. Also ist sehr positiv, dass wieder so viel Wasser nachgeflossen ist. Was hilft, ist eine Grundwasserpumpe aus dem benachbarten Tagebau. Die liefert 400 Liter Wasser pro Minute. Selbst wenn genügend Wasser in den See laufen würde, ist unklar, ob die Kinder dort wieder rutschen können. Dass die Rutsche noch nicht in Betrieb sein kann, ja, es ist einerseits traurig, andererseits ist es natürlich immer ein Faktor, der natürlich abgesichert werden muss. Ne? Und wir müssen dann schauen, wenn denn der Wasserstand wieder so hoch ist, dass man sie betreiben könnte, ob es denn dann noch alles funktioniert. Muss das dann gewartet werden, muss wieder hergerichtet werden, muss TÜV drauf gemacht werden. Und ob dann die ganze Technik noch so funktioniert, das wissen wir natürlich nicht. Was Sie wissen, dass steigende Temperaturen zumindest viele Badegäste bedeuten. 50 Meter weiter bei Familie Unger und Werner aus Liechtenstein gibt's auch eine Abkühlung. Ich möchte Kirsche, Apfel, Zitrone. Oh. Und das reicht? Ja, das reicht. Gut. Eis für die ganze Familie. 27 Euro Ausgaben, die im Urlaub ganz nebenbei laufen. Das geht ganz gut an die Urlaubskasse, ja, genau. Nicht ganz ohne. 30, 40 Euro. Nee, die DDR-Preise können Sie leider nicht mehr halten. Aber das Eis schmeckt gut. Wo die Deutschen noch sparen, wenn es in den Urlaub geht, hat die Stiftung für Zukunftsfragen erhoben. Insbesondere beim Shopping und bei der Wahl von Reiseziel und Unterkunft wird gespart. 3 Tage entspannt die gelernte Steuerfachwirtin noch mit ihren Eltern und Kindern, Hanning und Mimi, am Mondsee. Auch hat sie süß gesagt. Schmecken lassen. Schmecken lassen. Zurück zum Campingplatz Malta bei Dresden. Matthias und Gabi Philipp sitzen bei ihrer Lieblingsbeschäftigung. Das ist schon. Das ist ein Leibrahmen, das ist nur 3, 2 Jahre schmeißen, ja. Die beiden arbeiten hart für ihren 2-wöchigen Urlaub. Zu Hause in Freiberg führen sie eine Gaststätte. Und da muss man ja dann auch arbeiten, ne, ist ja klar. Und da freut man sich dann mal, wenn man mal dann ein bisschen frei hat. Dass man sich dann hier unten abschillen kann. Relaxen und den Alltag vergessen. Doch die Preissteigerungen haben auch das Verhalten ihrer Gäste zu Hause verändert. Ja, die Leute sparen schon, sag ich mal. Aber im Großen und Ganzen eigentlich nicht, so muss ich sagen. Es gibt 2 Klassen, sag ich mal. Die einen haben ein bisschen mehr, aber verdienen mehr Geld. Die kommen regelmäßig. Und es gibt welche, die haben nicht so viel. Die kommen nicht mehr
dreimal im Monat, sondern bloß noch einmal im Monat. Das ist schon so. So, ihr Lieben, ja, dann spielt mal schön weiter. Ja, machen wir. Gucke, ich gewinne. Ja, noch nicht. Ja. Aber es sieht gut aus. Ja. Sieht gut aus. Auch schön, ne? Dann macht's schön, gut, schönen Abend. Tschüss, ja, danke schön. Tschüss. Danke. Teamleiterin Katrin Püschel hat wegen des Events am Wochenende viele Partygäste zu Besuch. Auffällig laut ist eine Reisegruppe aus Dresden. Ab 22 Uhr nicht mehr. Vor der Nachtruhe kommt Stimmung auf. Die Dart-Freunde aus Dresden feiern ihr Saisonende. Wir heißen Nur Guckema. Unsere Mannschaft heißt Nur Guckema und vor jedem Spiel gibt es einen Schnaps. Und da wird angestoßen und geblägt, so laut wie es geht. Das steckt an. Die ersten Camper und Besucher des kleinen Festivals feiern auch schon am See. Die Stimmung ist gut, trotz Sorgen wegen steigender Preise und Inflation.